So, dann spielen wir mal eine neue Partie. Und ich habe diesmal sogar schwarz. Schnell noch Hallo sagen. So, alles läuft. Ja, gegen MSoft oder Microsoft, an den erinnere ich mich. Da habe ich, glaube ich, im April-Drill gegen gespielt oder vorher schon, ich weiß gar nicht. Und verloren. Weil er mich gehackt hat. Offensichtlich. Aber jetzt hoffen wir mal, dass es diesmal besser läuft. Ihr könnt das ja gerne mal vergleichen, wenn ich dran denke, verlinke ich die Partie auch in der Infobox. So, jetzt sehe ich die Profis oft irgendwie hier spielen, aber ich möchte eigentlich immer die Ecke nehmen. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich die Vorteile des großen, hohen Shimaris noch nicht so richtig verinnerlicht habe, begriffen habe. So. Jetzt hier oder hier. Hier spiele und das, das. Ja. Ich spiele mal den mal wieder. Einfach um mal wieder was anderes aufs Brett zu kriegen als nur das Pushen hier. Oder den Rösselsprung. Jetzt hat er im Prinzip nochmal die Wahl, hier, hier und hier durchzupuschen. Aber wenn die Treppe für mich läuft, ist das wahrscheinlich gar nicht mal so richtig gut. Doch, er spielt das jetzt. Ja, Treppe ist ja auch Quatsch. So, aber das sieht doch jetzt einigermaßen okay aus. Dann ist nur die Frage, ist der Rand jetzt irgendwie groß oder nicht? Ja, mal gucken, ob mir das große Shimari dieses Mal Glück bringt. Oder zumindest eine gute Stellung. Ja, so groß oder so einfach ist es nicht, diesen Rand zu Gebiet zu machen. Nach dem Rausstrecken und dem Piep hier gibt es da noch einige Gigashis, die da zumindest eine locker flockige Reduktion gut möglich machen. Und außerdem, wenn er es zu klein irgendwie behalten will, dann können irgendwelche Reduktionszüge hier ja natürlich auch meine Anlage am unteren Rand oder im Zentrum schön vergrößern. Jetzt denkt er aber ziemlich lange nach. Ich meine, klar, es ist 10 Minuten, aber. Und der verbraucht jetzt auch nicht wesentlich mehr Zeit als ich, aber ich bin es eigentlich anders gewohnt. Das trotz üppiger Grundbedenkzeit von meinetwegen 10 Minuten. Das heißt üppig, aber naja. Ich dann trotzdem meistens im Biyomi bin, wenn die Gegner noch 8 Minuten auf der Uhr haben. Das passiert hier schon mal nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage hier. Ich von der Seite spiele und er hierhin spielt. Ich kann eigentlich jetzt auch gut hier spielen. Und wenn er dann hier spielt, dann spielt sogar da. Okay. Das macht den Zug jetzt nicht so ganz so attraktiv, aber ich könnte ja hier oder hier spielen. Vielleicht macht das hier ja auch einiges an Druck auf seine Stellung. Aber ist das jetzt schon wichtig? Er hier spielt und ich da.
der zurückzieht. Das ist nicht so dramatisch, ne? Aber wenn er Kreuzschnitt macht. Hier, hier, hier. Tja. Was mache ich jetzt? So, Lichter an. Ist gar nicht dramatisch, ne? Irgendwas kriege ich da schon hin, was rechtfertigen kann, dass ich hier erstmal Tenuki nehme. So. Ja, jetzt muss man da doch auch den spielen. Ist irgendwie auch traurig, dass es da gar nichts anderes mehr zu geben scheint. Aber gut. So. Jetzt hier, 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 hier. Oder hier, hier. Ja, ich lasse mir mal meine Archie-Steine hier stehen. So. So, jetzt ist die Sache. Bringt das Rausziehen was oder nicht? Wenn ich danach diese Steine so ein bisschen angreifen könnte, dann würde es mir zumindest hier eine Entwicklung von der Seite bringen. Soll ich da einfach mal drauf hoffen? Spielt den. Ich bin in letzter Zeit auch häufiger den Diagonalzug gesehen, was ihm seine Stärke eine Reihe weiter nach unten schiebt letztendlich. Mir vielleicht minimal bessere Form im Zentrum macht. So, jetzt kann er den noch nicht direkt fangen, ne? Ja. So. Ist der jetzt besser oder der? Oder ist das hier ein Zug? Nee, ne? So, so, so. Der sieht auch einfach hübscher aus, also spiele ich den. So, dann gucken wir mal, was jetzt draus wird. Okay. Damit hätte ich jetzt gar nicht mal unbedingt gerechnet. Ich dachte, er legt hier an und schneidet danach dann da, wenn ich hier im Zentrum decke, ohne diesen Schnitt gedeckt zu haben. Also so, so, so. Wenn ich decken würde, könnte er hier vielleicht schneiden. Naja, gut, ich kriege da letztendlich wahrscheinlich auch nur, also als Weißer diese drei Steine. Könnte dann ja Geta spielen, ne? Okay. Dann ist ja alles gut. So, der bringt ja irgendwas. Oder erst den. Den spielt dann den. Da
Oh, jetzt bin ich dann jetzt gleich doch schon im Wyoming. Na super. Also der. Da, 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 so, dann komme ich da, aber doch irgendwie raus, ne? Und wenn ich hier spiele, spiele ich einfach den oder den und ich komme und der kommt halt auch raus. Und dann haben wir beide eine schwache Gruppe. Was jetzt vielleicht auch nicht fatal ist, aber. Wenn auf den aber hier spielt. Ach egal, ich versuch's einfach mal. Ach egal, ich versuch's einfach mal. So, okay. Ich jetzt hier spiele, der da.출기를 시작합니다. 10초. Das kann noch ziemlich, ziemlich kompliziert werden hier. Aber ich habe doch diverse Kompromissoptionen, hoffe ich, ne? Eine wäre jetzt hier. Die sollte ich vermutlich auch wahrnehmen.20초. Denn sonst kommt er hier doch wieder raus. 25초. 28초. Aber da oder da, was ist10명 besser?남았습니다. Wahrscheinlich schon hier, ne? Da. 10초. Ja, das hat er ganz hübsch gemacht, ne? 20초. 25초. Oder ist es am Ende doch keine Treppe? Na komm, was soll's. Jo. 10초. 10초. 20초. 25초. Ja, das war jetzt auch gar nicht so doll hier, ne? Schöner Punkt. Gar nicht dran gedacht. Aber eigentlich klar. Aber das muss jetzt ja auch nicht unbedingt sofort Gebiet werden hier. Es reicht ja hoffentlich auch, wenn das irgendwie abgeschlossen wird hier.20초, 25초, 28초, Aha.10초. Ja, es ist aber jetzt doch auch wieder ein ganz sinnvoller Einfluss hier auf dieser Seite. Dann brauche ich doch jetzt hoffentlich nur hier spielen. Und alles ist10초. gut.
So, gebietsmäßig hat er hier 10 vielleicht. Nochmal 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Punkte, ne? So, und jetzt gucken wir doch mal, ob ich hier nicht noch irgendwie reinkommen kann. 20초. Sollte doch gehen. 25초. Das lebt hier unten, ja, ne? 28초. Ja. Muss ich hier noch aufpassen? Moment, ist es noch nicht so dramatisch, glaube ich. Solange er hier keine 5 Steine hinbekommt, die den Steineschnitt hier eventuell auch noch scharf machen könnten. So lange sollte eigentlich alles okay sein. So. Ah, jetzt gucken wir uns das hier noch kurz an.25초. Ich muss da doch irgendwie jetzt rauskommen. Ich glaube also nicht. Ich kann nicht glauben, dass sie gefangen werden. Punktemäßig, naja. Sollte er aber auch eben keine 70 Punkte kriegen. Es sei denn, ich kriege wirklich alles hier, womit ich im Moment noch nicht ganz rechne. Also in der Ecke oder so geht bestimmt noch was. So, jetzt sieht es dann aber erstmal eher danach aus, dass ich hier irgendwie seinen Rand kaputt gemacht habe. Zumindest den großen Teilen. Und dann.10초. 10초. 20초. 25초, 28초, 10초.
10초. Hier jetzt rausspringen können, dann sieht das doch eigentlich ganz gut aus, oder? So. So. Ja, jetzt wird es halt hier doch noch mal vielleicht interessant. Wow, verdammt, den hatte ich jetzt nun gar nicht gedacht. So. So.20초, 25초, Muss ich da echt so verbinden? Das tut mir ja in der Seele weh. So. 20초, 25초, 28초, 10초, So, jetzt kann ich aber doch hier, zack, 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 die drei Steine abschneiden.10초. Oder eben hier rausgehen. Also sollte ich vielleicht. 20초, 25초, Hier28초, spielen. Verdammt. So. 20초, Mein25초, Gott, der setzt mich hier aber schon ziemlich unter Druck, ne? 28초, Das mag ich eigentlich gar nicht.28초.
Okay, jetzt lebt er irgendwie hier unten. Ich hoffe nicht in Center. Aber irgendwie halt doch, ne? Und dann. Dann müssen wir mal schauen, was das hier noch wird. So. Ja. So. So. Ihn jetzt hier schneide, da muss er doch erstmal irgendwie da ums Leben kämpfen, oder? So. So, 10, 20, 30, 40, 50 Punkte hat er. So. Ich habe hier 10, 20 vielleicht, 30, ja, gar nicht viel, ne? Ich sollte schon irgendwas fangen jetzt.초읽기를 시작합니다. Immerhin ist er auch im Byo-Yomi. 10초. Wirklich ein. Ja, unangenehm oder.20초. Renitenten Spielstil. So, jetzt haben wir hier das Co. So. 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 Das sieht doch so erstmal aus wie nicht lebendig, oder? So. Ich kann da einmal schlagen, ich kann hier einmal drohen. Und dann hoffe ich doch eigentlich noch genug weitere Kodrungen zu finden, um ihm die Gruppe dann auch wirklich zu klauen. Schauen wir mal. So. So. So, wenn ich jetzt hier spiele. Nee, das machen wir nicht.20초, 25초,
Der ist noch 20초. interessant. 25초. So, 10초. so. Junge, Junge, so, warum habe ich denn jetzt noch Drohungen? Hier, ne? Ja, das sollte auch noch eine sein. Aber da muss ich gleich auch mal gucken, wo ich sonst noch welche finde. Diese hat immerhin den Vorteil, dass ich jetzt zum Beispiel auch einfach hier durchschlagen kann, wenn er den drohen sollte. Schlägt er hier. Und ich decke hier.25초. Dann ist es vorbei, oder? 25초. Ja, wahrscheinlich. Der, echt? Okay, ich fange die alle hier. Er fängt die zurück und rettet die. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 25초. Aber hier habe ich noch ein bisschen was mit vor. Und außerdem habe ich doch jetzt hier auch wieder ein, zwei Kodrungen dazu bekommen. So. Oh, ja, man weiß es nicht. Sind das schon die größten?25초, 28초, Ist auf jeden Fall nicht klein.10초. Jetzt deckt. 1, 25초. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sollte ja doch eigentlich groß genug sein, oder? Weiß es nicht, man weiß es nicht. Man steckt halt 25초. nicht drin, ne? 25초. Das hier sind so 10 Punkte. Das hier ist nicht klein. 20초. 11, 12, 13, 14, 15, 18, So. 19, 20, 25, Komi 28. So 55 bis 60 Punkte hätte ich gerne. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10초. 20. Ja, das sieht doch eigentlich okay aus. 20초. 25초. 28초. Eigentlich müsste das reichen. Der. Oder erst noch den hier.
schadet sicher nicht. So, jetzt den hier. Oder sowas. Spielen wir mal den. Ja, ich bin der Meinung, das reicht jetzt doch schon ziemlich sicher. Das müsste jetzt schon ziemlich sicher reichen. So, dann spielen wir noch den. Und dann ist das Thema hoffentlich durch. Oder ist der groß? Oder der? Na komm, was man hat, das hat man. Ist der noch Sente? Ja, das wollte ich sehen. So. Ja, ziemlich genau 55 Punkte nur. Inklusive Komi. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17. 21, 22, 23, 24. Das sind ja schon fast 50 hier. Ja, das sind ja schon fast 50. Ja, das muss ja auch reichen eigentlich. Mann, ich habe dabei ja nicht wirklich viel verloren bei dem Co. Also eigentlich gar nichts. Habe die ganzen Züge hier noch ins Center bekommen. Gut. Ach, das ist Sente. Ach Gott, ach Gott. Ist das wirklich? Ja, komm, ich wollte jetzt hier keine Risiken mehr eingehen. Dann lasse ich das auch mal bleiben. Kommt hier nochmal irgendein Dame zu Mari oder so? Auch nicht, ne? Gut. Dann. Könnte ich jetzt hier spielen oder hier decken? Oder hier spielen? Oder hier schlagen, um ihm zu zeigen, dass nichts mehr passieren wird.
jetzt machen wir einfach noch die Endspielpünktchen. Oder war auch blöd, hätte ich besser hier spielen. Eigentlich egal, ne? Komm, ich antworte auf alles. Du hast gut gekämpft, aber es hat nicht gereicht letztendlich. Hoffe ich. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil das hier wäre dann noch wieder ein Segi am Ende. Ach, ich bin nicht zu dämlich. So, da hat er einen Punkt gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt möchte ich das Co gewinnen hier. Ja. Er auch. Doch schön, wenn das jetzt gar keine Co-Drohung ist hier. So. 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 25초. 28초. 마지막. Wäre doch schön, wenn das gar keine Co-Drohung wäre. Jo, vielen Dank für die Partie, oder? Komm, gib auf. Er mag es noch nicht einsehen. Okay, das verhindert auch diesen Segi-Trick am Ende. Dann schauen wir mal, ob ich dieses Co auch noch gewinnen kann, oder? Ist sonst noch was? Jetzt gibt er auf. Okay. Jo, vielen Dank. Wie viele Punkte waren es denn jetzt? Auf dem Brett 46, also 40 Punkte circa. Ja gut, hier nicht ganz. Einer weniger, wenn ich das zwei weniger und der das Co gewinnt, drei weniger. Aber 35 oder 38 reicht ja auch. Nicht wahr? Ja. Ja, wenn euch die Partie gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Kommentare, Anmerkungen, Anregungen. Wenn euch die Invasion hier irgendwann mal wirklich zu langweilig wird, die ich immer spiele, dann muss ich mir im Fusil vielleicht doch was anderes überlegen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke und alles, was dazu gehört. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.